Dann starten wir mal hier die Aufnahme. Die läuft. Ich hoffe, das klappt alles. Ich habe so einen Scheiß noch nie gemacht. Ihr seht, ich höre San Diego Ilowa. Ansonsten so, dann gehen wir uns mal Clash Parkers Runde gegen mich. Ja, vor 3 Minuten hochgeladen, 4 Minuten 39. Ich bin ein bisschen nervös. Mir zittern die Hände fast so wie beim Geschlechtsamt mit der Mutter. Schauen wir mal, was der Junge so gegen mich tun kann. Er steht in einem Sparringsring, obwohl er ein Lauch ist. By the way, wette ich, er hat noch niemals Sparring in seinem Leben gemacht, aber es ist egal, wir warten mal. Bin 16. hab ich dich schon behindert geschlagen. Jetzt wirst du von deinen Pflegern in den Ring reingetreten. Ja, Bruder, pass auf, Pfleger, lass mich kurz aus den Augen und schon mit Luca Peters zum Fußabtreter. Ich mach die JBB-Fahr. Okay. Ich heiße Luca Peters, finde ich jetzt, ist nicht so ein krasser Front so, weil ich meine, wenn ich jetzt Rüdiger heißen würde, vielleicht so, aber Luca Peters. Aber der Reim ist gut, Luca Peters, Fußabtreter, kann man machen. Anstaltung platt, deine Technik ist gut, denn dein Rolli nimmt Gangschaltung. Verkaufst Benzen für Klicks, lässt ihn im Regen stehen. Diva Lottbrock, der Krüppel würde Brüdern auch das Leben nehmen. Warum lasse ich Benzen im Regen stehen? Verstehst du das? Verstehe nicht. So, da Benzen ist gerade Schweinebier am Trinken, so, ich mach. Opfer mit dem, warum lasse ich den für Klicks im Regen stehen? Hätte ich jetzt aus dem JBB aussteigen sollen, damit der nicht im Regen steht? Was ist das denn für eine Scheiße? Werf dich aus dem Rolli raus, auf Hilfe kannst du lange hoffen. Meine Punch ist setzen, du kommst bei Betzen angekrochen. Ganz schön frech, dass du dich traust, mich zu betteln. Doch die Schminke kaschiert nicht deine Daumen, sind und fresse. Baller dir paar Dünne. Okay, der war ganz okay. Sei doch auch, wenn du sie doppelt baust, musst du deinem Schicksal ins Auge sehen. Du bleibst trotzdem down mit Football Lines. Der war auch okay. Ich bleib down. Ganz gut. Solltest du mal lieber abhauen, denn jeden meiner Treffer wertet Julian als Touchdown. Du willst Meeressäuge angeln. Hast du die verstanden mit dem Touchdown? Die war gut. War nicht schlecht. Weil ich angeblich ein Down-Syndrom-Patient bin, wertet der jede Line als Touchdown, Julian. Ah, das ist schon ganz gut. Ich will geile Lines bauen, ich bin Gott der Punchlines, du bist Poseidon. Du wirst die. Check ich nicht. Warum nicht Poseidon? Poseidon ist ja Gott des Meeres, oder? Ja. Warum nicht Poseidon? Weiß nicht. Weil ich unterirdisch schlecht bin. Keine Ahnung, check ich nicht. Überrollt, wenn du auf. Eklig. Ich weiß Eklig. Nicht, ich glaube, ich würde die Fäden. Einer Strecke bleibst. Déjà vu, da dir ein Beamer in die Fresse scheint. Guck, wie das Leben dieses. Der kann keine Hooks sein. Was heißt, der kann keine Hooks sein? Hooks aber ist auf jeden Fall nicht Dingens. Ist kein Robo. Erstmal abwarten. Sonnende, nicht, dass du Battle mich zum Guten verändern. Mein Platz im Viertel ist sicher, das ist keine Prognose, das ist ein Spoiler, du Pisser. Sie durchtrennten deine Nabelschnur, schnitten deine Haare kurz. Die rote Farbe ist für dein Umfeld eine Strafe nur. Szene. Wo hab ich rote Haare? Meine Haare sind zwar gerade schmandig, ja, aber wo hab ich rote Haare? Ohne Mist, ne, ich verstehe diese Fronts nicht. Wo hab ich rote Haare? Wo? Amanakoyum, ey. Mit Benson hat richtig geflasht, denn ohne Color Grading hat man den Sin City Effekt. Guck wie Negan diesem Abraham. Leider habe ich Sin City nie geguckt, vielleicht sind eine gute Line, verstehe ich jetzt aber gerade nicht, weil ich Sin City nicht geguckt habe. Schädel zertrümmert, sodass sich durch das Blut ein Redhead leider weiter verschlimmert. Dein Lieb. Ich habe übrigens immer noch keinen roten Bart. Bis Leben ist auch ohne Regel gelaufen und von dem Preisgeld kannst du dir auch keine Seele erkaufen. So viele Waffen. Die Line habe ich gegen Stacy gebracht, dass er sich keinen Charakter erkaufen kann. Wann hat dieser Dingens? Das ist Stacy, ja. Was ein Hurensohn. Die ich ficken war, doch immer. Ja. Das hat der gesagt, ne? Ich bin immer für Peace auf der ganzen Welt. In der Runde hat auch nicht jeder ein paar Basies und in der Mitte steht ein Frauenschläger. Der war gut. Der war gut. Ein paar Basies und in der Mitte steht ein Frauenschläger, ja? Ja. Sieh durch das Turnier wie ein Langstreckensportler. Durch deine Taten wirst du zu einem Stammzellenforscher. Jetzt soll Quali keine Forschung betreiben. Durch meine Taten werde ich zum Stammzellenforscher. Warum? Verstehe ich gar nicht. Verstehe ich nicht. Du musst wissen, im Knast hast du Zeit, dich der Zellteilung zu widmen. Ich down die Lachen auch und bau alle Werte aus. Denn mit Nummer 3 in Zelle 21 wurde sich ein Scherz erlaubt. Was denn auch? Der ist ganz gut. Mit Zelle 21 meint er Trisomie 21. Der ist gut. Du wirst überrollt, wenn du auf meiner Strecke bleibst. Würde ich am liebsten skippen. Und die Hook kann man sich nicht. Also sorry, so, ne? Ich bin da echt objektiv, so. Da sind ja auch einige gute Lines bei, aber die Hook
finde ich. Wie der da rüberbringt, die passt, okay, aber Jock kann man sich nicht. Ich finde Jock scheiße, komplett. Déjà-vu, da direkt immer in die Fresse. Schein, guck, wie das Leben dieses Hurensohn. Und mir fällt gerade auf, der bewegt sich richtig wie eine Schwuchtel. Und die Hose hat es übrigens schon in der Runde davor. Ende ist das Superteil, mich zum Guten verändern. Mein Platz im Viertel ist sicher, das ist keine. Ich würde die trotzdem knallen. Prognose, das ist ein Spoiler, du Pisser. So, jetzt zwei Parts vorbei. Jetzt bin ich auf den letzten gespannt. Er hat übrigens ein Shirt von Newton an. Cam Newton ist auch arrogant übrigens, arroganter Spieler, aber guter Spieler von Carolina Panthers. Also bis jetzt würde ich sagen, mich hat nichts krass gefickt. Die Down-Syndrom-Lines sind lustig, die Redhead-Lines sind peinlich, weil wie jeder sieht, habe ich einen normalen Bart. Selbst wenn ich ihn färbe, treffen die nicht. Wenn er sagt, ich färbe den Bart und ich schäme mich für meinen Bart oder so und deswegen färbe ich den, okay. Aber ich habe ja aktuell keinen roten Bart und keine roten Haare. Oder irgendwas Rotes an mir, Alter. So, deswegen, da verstehe ich nicht. Denke ich mir so, was soll das, ne? Aber ein paar Lines sind auf jeden Fall witzig. Das epische Pause. Er dreht sich um vor einem Benz. Bei der Story deiner Namensgebung habe ich eine Weile lang gelacht. Die Flucht aus deiner Wohngruppe dauerte eine ganze Nacht. Als der Austauschpfleger aus England dich eingefangen hat, war sein Ausruf der Ursprung, woher du deinen Namen hast. Wie in 4 Minuten deine Träume enden. Deutsch bedeutet nicht, dass ein Parasis über Zäune rennt. Mit solchen netten Pflegern erlebst du echte Abenteuer. Tagsüber darfst du Krieg spielen und abends gibt's ein Lagerfeuer. Du kannst dich warm anziehen, wenn du den Parker siehst. Mit Grenzstoffticker, wenn auf deiner Stadt ein Teppich aus Napalm liegt. Sag, wie wir... Nicht alle scheiße bis jetzt. Sorry, tut mir leid. So, vielleicht komme ich jetzt rüber wie ein arroganter Spasti oder so. Einzigste, was jetzt aber einzige okay war, das gesagt, ihr seid nicht cool, wenn ihr über Zäune rennt. Aber ja, die war noch okay, aber der Rest finde ich gerade komplett Absturz. Nämlich dieser Penner hin, dann sagt sein Kopf sieht aus wie ein. Aber Flow ist on point, so kann man nicht anders sagen. Der Flow ist gut. Wie er guckt. Er float gut so in den Parts, die Hook ist nicht geil. Aber Punchline-technisch finde ich das schon ziemlich mager. Verdammter elfter Finger, hockst dir deine Schnauze blutig. Was für Gangster-Attitüde, die rote Färbung deiner Fresse geht durch als Maniküre. Ich hab immer noch keinen roten Bart. Hurensohn, wie oft willst du es noch sagen? Dich Asa Akira, fick du Hund. Wenn du Weiber fingerst, ist das eine Hinrichtung. Und für das CRB lassen dich die Cops in den Becher pissen. Für Fingerabdrücke schmettern sie dann deinen Kopf in das Stempelkissen. Du willst Schlipsis ficken, das... Der war auch ganz gut. Mit dem Stempelkissen. Finger, Kopf reindrücken. Passt echt perfekt, Bitch. Auch im Viertel sieht man keine Pussys wie in den Sexclips. Du wirst überrollt. Jetzt kommt wahrscheinlich nur noch die Hook. Ich skipp das, weil ich finde die Hook komplett scheiße. Wenn du dein Spoiler, du Pit. Ja. Also, ja. Ich bin enttäuscht. Ich dachte, ich werde jetzt hier ein bisschen zerfickt, so. Da waren ein paar Dinger bei, die okay waren, aber Clash kann besser schreiben, so. Ich hatte mehr Angst vor ihm, sagen wir so. Also, ich fand die Runde jetzt echt nicht krass. So. Also, ja. Also den Flow kann man sich geben. Ja, den kann das der rappen kann, da muss man nicht drüber diskutieren. Kann der, aber er kann rappen nicht machen. Er kann rappen. Punches hat nicht jeder gesessen. Nee. Also allein die roten Bart so, ne, guck mal, ganz objektiv. Wirklich ganz objektiv. Ohne wie ein arroganter Bastard zu werden. Ich habe keinen roten Bart. Ich bin nicht hübsch. Ja? Ich bin kein Model. Ich bin kein H&M-Model wie Clash Parker. Da tut mir leid. Aber dann fronte mich doch, wie mit der Down-Syndrom-Fresse. Die Punches haben gesessen. Aber doch nicht, dass ich einen roten Bart habe, wenn ich keinen roten Bart habe. Junge, der soll sich meine Runde angucken, der Clash. Und dann sieht er, ich habe keinen roten Bart. Da denkt er sich, oh, ja. Hm. Das ist, als würde ich ihn damit fronten, dass er blonde Haare hat. Und eigentlich hat er schwarze. So ist das, ne? Was ist das so? Oder als würde ich sagen, du hast einen kleinen Penis. Er wird den in seiner Runde rausholen und der hat eine 20 cm Keule. Ja. So, weißt du? Auf jeden Fall, das war die Runde von Clash. Ich finde, also nochmal, um hier aufzuzählen, so, ich sag ja nicht, das ist komplett Katastrophe, aber da waren einige Lines bei, da denke ich mir so, das puncht nicht. Ein paar waren ganz cool, die mit Down-Syndrom, mit dem Stempel, ich weiß gar nicht, mit der Trisomie 21-Line, die war richtig gut mit der Zelle. Am Anfang, der erste Part war sogar noch ganz gut, der letzte war komplett Katastrophe. Hook gefällt mir persönlich überhaupt nicht so, die ist... Ganz ehrlich, damit macht er da ganz, also ich finde ganz... Ehrlich, also ich finde die Hook, Lied, guck mal, der hätte die Hook singen sollen. Melodisch. Der hat nur Gesangs-Doubles im Hintergrund so. Naja, egal, auf jeden Fall hätte ich mir mehr erwartet. Ja, genau. Und damit machen wir natürlich auch Schluss. Tschüss. Ne?